George sollte helfen. Stell dir vor, du hast einen Freund namens George. Ihr seid seit eurer Kindheit befreundet. Auch wenn ihr euch nicht mehr so nah seid wie früher, seht ihr euch hin und wieder und kommt gut miteinander aus. Eines Tages kommt ein gemeinsamer alter Freund, Oliver, auf euch zu. Oliver erklärt, dass er in letzter Zeit viel Pech gehabt hat und nun versucht, Geld aufzutreiben, um die Schulgebühren für seine Kinder zu zahlen. Du willst Oliver helfen und gibst ihm etwas Geld. Zu deiner Überraschung will George ihm nicht helfen. Du versuchst, ihn zu überzeugen, aber es hilft nicht. Stell dir vor, du wärst selbst in dieser Situation. Wäre es in Ordnung, George mit Gewalt zu drohen, um ihn dazu zu bringen, das Richtige zu tun? Jetzt stelle dir eine etwas andere Situation vor. Diesmal stimmen einige deiner Freunde ab. 6 von 10 sind dafür, George Gewalt anzudrohen, um ihn dazu zu bringen, Oliver zu helfen. Rechtfertigt dieser demokratische Prozess die Gewaltandrohung gegen George? Eine letzte Änderung der Situation. Stell dir jetzt vor, hunderttausende Menschen haben sich demokratisch geeinigt, dass eine Gruppe, die wir die Agenten nennen, alles Nötige unternehmen sollen, um Geld von George zu nehmen und es an Olivers Familie zu geben. Die Agenten drohen George nicht direkt. Zunächst schicken sie nur eine Rechnung. Aber wie jeder andere auch, weiß George, was passieren wird, wenn er die Rechnung nicht bezahlt. Zuerst bekommt er mehr Briefe, die ihn zur Zahlung auffordern, und der Rechnungsbetrag steigt. Irgendwann, nachdem er immer noch nicht bezahlt hat, stürmen Agenten mit Waffen sein Haus und führen ihn gegen seinen Willen ab. Fast jeder zahlt die Rechnungen, ohne zu protestieren. Denn sie wissen, dass die Agenten jedes Mittel anwenden werden, um jeden Widerstand zu überwältigen. Findest du es in Ordnung, dass die Agenten George mit Gewalt drohen für den Fall, dass er kein Geld gibt, um Olivers Familie zu helfen? Wenn wir staatliche Umverteilung gutheißen, dann müssen wir auch Gewaltdrohungen gegen friedliche Individuen gutheißen, denn auf diese Weise werden die Gelder eingesammelt. Auf der anderen Seite würden sich viele von uns unwohl fühlen, müssten wir diese Drohung selbst aussprechen. Wenn wir die Vorstellung, George selbst zu drohen, ablehnen, können wir dann wirklich mit den Drohungen der staatlichen Agenten gegen George einverstanden sein? Manche Leute sind der Auffassung, dass freiwillige Interaktion und spontane Ordnungen eine realistische und bessere Alternative zu einer durch staatlichem Zwang organisierten Gesellschaft sind. Suche im Netz nach diesen Begriffen, wenn du mehr darüber wissen willst. Nicht-Aggressionsprinzip, Voluntarismus, Libertarismus und Privatrechtsgesellschaft